ein Haus in Ludwigshafen. Im Juni 2016 verständigen die Nachbarn die Polizei. Seit Tagen ist der Briefkasten nicht mehr geleert worden. Der Notarzt findet die Leiche von Karl Weber inmitten von Müll. Das sieht ein bisschen aus wie ein Angkor, wo der Dschungel auch über die Tempel gewachsen ist. Meine Mutter wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und mein Vater würde böse Worte finden wahrscheinlich, dass er schon immer gewusst hat, dass diese Familie völlig daneben ist. Frieda Weber hat sein Elternhaus geerbt. Ein Haus ohne Licht, ohne Strom. Hier lebte sein Bruder Karl seit dem Tod der Mutter 2004. Allein. Die Räume zugemüllt vom Keller bis zum Dach. Zwischen Stapeln von Zeitungen, Videos, CDs, Fernsehern nur schmale Gänge, auf denen man sich bewegen kann. Der 74-jährige Bruder hatte sich von der Welt abgeschottet, ließ niemanden ins Haus. Achtete auf ordentliche Kleidung, wenn er es verließ. Seine Liebe galt den Vögeln, für die er Mehlwürmer züchtete. Ein bestialischer Gestank liegt in der Luft. Friedas Lebensgefährtin Uschi hilft. Oh, es ist widerlich. Was ist denn das hier immer? Total zerflattert. Das haben die Mäuslein gemacht. Gute Handtasche. Also die ganze Situation ist einfach schon völlig bizarr, weil ich habe mir nie sowas vorstellen können, dass mich das hier erwartet. Ihr kramt jetzt seit einer Woche. Was war das Beeindruckendste, was ihr gefunden habt? Ein Buch, ein Familienbuch, hat sein Vater geschrieben. Also an den letzten gerichtet, so an nach außen war... Also erstmal, wie unmöglich diese Familie ist und jeder, der von außen dazukommt und es jetzt quasi liest, soll sich besser aus dem Staub machen. Ja. In großen Lettern schreibt der Vater seine Enttäuschung nieder. Notiert, dass Frieda ihn nicht mehr sehen will. Dass sein Sohn Karl ihn als nicht normal bezeichnet und seine Frau ihn als Heuchler beschimpft. Und dann, Mensch, der du in die Familie eintrittst, lass die Hoffnung draußen. Die Familie Weber. Der Vater ist technischer Leiter in einem Forschungslabor der BASF. Zu Hause streitet er oft mit seinen Söhnen Frieda und Karl. Und mit seiner Frau Friedel, die sich um Haushalt, Kinder und den Garten kümmert. August 2016. Zeitschriften der letzten 23 Jahre werden abtransportiert. Aber erst nachdem Frieda und Uschi alles sorgfältig durchsucht haben. Habe ich dir erzählt, dass wir gestern 50.000 Reichsmark gefunden haben? Oder waren es 20.000? Ich weiß es nicht mehr. Ohne Zahnarztrechnung 1956. Was habt ihr gestern noch gefunden? Ein paar alte D-Mark-Scheine. Es waren, weiß ich, glaube ich, 900 D-Mark so noch mit einem Bündelchen drum. Ach, Frieda, hier dein Brief an ihn. Das ist ein riesiges Archiv hier eigentlich, dieses Haus. So. Aber es ist natürlich schon auch so für mich so die Frage, ob ich das überhaupt verkrafte. Also diese viele Arbeit, man muss sich vorstellen, da hat es über 20 Jahre oder wenn man die Eltern dazu nimmt, über 40 Jahre, ist das einfach zusammengetragen worden und hier eingelagert. Und für zwei oder drei Menschen ist das irgendwie also eine riesige Aufgabe. Also. Aber eigentlich sind wir ja schon fast fertig, oder? Die Nachbarin Frau Tremmel. Sie hat die Vermüllung des Hauses jahrelang ertragen. Die vielen Tiere, Würmer, Mäuse, Vögel. Ich habe mal, früher irgendwann war es,
habe ich mal angefangen zu zählen. Bei 98 habe ich aufgehört, Spatzen. Bei 98 waren wir zu viel. Die waren bloß, ja, und wie es da überall ausgesehen hat, ne? Die haben ja, sehen Sie, da auf dem Weg, hat er kiloweis, wenn er gerade, ich habe Rosine hingeschmissen, kiloweis. Und das im Hochsommer bei 30 Grad. Oder Meißenknödel da hingehängt, wenn es 40 Grad im Schatten gehabt hat. Wissen Sie, wie es da ausgesehen hat? Das so. Ja. Frau Tremmel erinnert sich gut. Auch daran, dass Karl sich liebevoll um seinen Papagei gekümmert hat. Er war unheimlich zurückhaltend und nett und hilfsbereit. Also so eine Bekannte, so eine Tante von uns hat gerade am Wochenende gesagt, er hätte immer so ein bisschen eigentlich was Feminines gehabt. So. Also es wäre so ein bisschen komisch gewesen, weil, dass er so freundlich gewesen wäre so für einen Mann. Also. Und ich habe ihn eigentlich auch nie böse erlebt. Aber ich konnte mir schon vorstellen, dass wenn irgendwas überschritten wird, dass er dann irgendwie wild wird oder so. Das da, das ist jetzt so ein ganz einfaches Luftgewehr, das ist jetzt nichts Besonderes. Und dann, oh Gott, gibt es halt 3 Revolver. Ach, hier ist noch eine. Das ist scheinbar auch ein bisschen was Besseres oder so, aber da gibt es auch einen Schalldämpfer dazu hier. Er hat mir mal gesagt, dass er seinem Vater gegenüber gestanden hat. Und dann hat der Vater zu ihm gesagt, was willst du denn von mir? Willst du mich umbringen? Und dann hat er gesagt, ja, das hätte ich große Lust dazu. Also das über Jahre zugewachsene Dach muss von den Kletterpflanzen befreit werden. Eberhard Grillparzer, der lange mit Frieders Bruder befreundet war, packt mit an. Als Jugendlicher hat er Karl kennengelernt. Immer wieder hat er ihn besucht. Auch im großen Garten der Familie. Ich habe immer hier geparkt und dann gerufen, geklopft. und vielleicht auch hochgehangelt. Ist jetzt so in den letzten Jahren zugewachsen. Aha, aha. Doch, so ein bisschen erinnere ich mich dran. Aha. Also Karl hat dann phasenweise so ein paar Wochen oder ein paar Monate hier übernachtet, wenn er mit der die Krach hatte. Ja. Der Garten, Zufluchtsort für Karl. In den 80ern hat er hier gewohnt. Im Sommer wie im Winter. Das geht ja noch. Für mich war das Faszinierende, dass der Karl sich für alles interessiert hat. Das heißt, man konnte mit ihm sich über alles unterhalten. Der war auch immer bei jedem Thema von 0 auf 100 da, sehr präsent. Also es war bei ihm immer so, dass jede neue Verschwörungstheorie erstmal primär interessanter war als die Wirklichkeit. Genau. Ja? Ab den 60er Jahren wird Karl immer wieder in unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken behandelt. Oft über mehrere Monate. Er leidet unter Erschöpfung, Schlaf- und Sehstörungen, Depressionen und Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe immer so seine Konzentrationsschwierigkeiten mitgekriegt. Und mir hat er sich aber, also jetzt so wegen Depression hat er sich nicht geöffnet. Das hat er nicht gezeigt, da hat er nicht drüber geredet. Der hat nicht drüber geredet, vielleicht eher mit Eberhard, weil ich ja der kleinere Bruder war. Wenn er jemand anderen gehabt hat, jemand Fremden, dann ist er also erblüht, weil das ja jemand war, der ihn ernst genommen hat. Der ihm praktisch die Möglichkeit gegeben hat, ein anderer zu sein, weil... Nee, er selbst zu sein. Er selbst zu sein, genau. Er war ja eigentlich in einer anderen Situation, hat eine Rolle gespielt. Der Sohn war der Sohn oder so. Genau, er war der geknechtete Sohn. Der Daddy war halt der Chef, Mutti war halt auch noch da. Und die Rangfolge im Haus war dein Vater, dann der Hund von seinem Vater, dann die Frau und dann der Charlie. Einer von euch beiden irgendwie. Nee, Charlie und dann kam ich irgendwann. Ja. Ja.
sieht, wenn oben der rote Punkt zu sehen ist, dann ist die Kamera eingestellt. So, warte mal. Guck mal durch jetzt. Ich wusste, dass er krank ist. Und zwar hat mir das dann gesagt, oh, pass auf, der Karl ist krank. Psychiatrische Krankheiten wurden ja als Geisteskrankheiten eingestuft. Und ich denke schon, dass beim Karl alles, was dann später kam, schon auf ein großes Trauma zurückgeht. Okay, das reicht. Der Karl war ein Kind, das Kopfweh hatte. Die haben mit dem Karl alles Mögliche probiert. Und der Vater hatte dafür bestimmt kein Verständnis. Und das Kopfweh hörte auch nicht auf, als er dann in die Schule kam. Er konnte halt sich nicht konzentrieren, konnte nicht lernen, hat jetzt Kopfweh gehabt. Ob der Karl dann noch zusätzlich geschlagen wurde, aber die Erziehung dieser Generation war so, und wir haben das auch als normal empfunden. Frieda hat gehört, wie der Vater den Bruder verprügelte. Auch er selbst wurde geschlagen. Frieda sagt, dass ihn das geprägt hat. Er hatte immer Angst, etwas falsch zu machen. Ging es seinem Bruder ähnlich? Sie haben sich nie darüber unterhalten. Auch nicht darüber, welche Rolle die Mutter in der Familie spielte, ob sie glücklich war. Hunderte von Büchern und Fotoalben müssen gesichtet werden. Vielleicht steckt etwas Wertvolles drin. Vielleicht lässt sich ein Käufer finden. Und dann ein Tagebuch der Mutter, das sie zwischen 1968 und 81 geschrieben hat. Zweiter Zehnter, da habe ich ja Geburtstag gehabt. Da hat sie gar nichts geschrieben. Manches ist nicht zu entziffern. Dann eine Seite in roter Schrift. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat mir mein Mann sehr traurige Tatsachen eröffnet. Er hat mir Dummheit und Stolz vorgeworfen. Wir wären alle drei verrückt. Ich wäre für ihn ein Klotz am Bein. Er wäre in diesem Haus schon 1000 Tode gestorben. Oh, Gießkanne, irgendwas im Haus. Ich habe das ausgegossen und irgendwann war es verstopft. Dann habe ich gedacht, da ziehe ich oder ziehe eine Maus im Schwanz. Eine tote Maus war da drin. Das frisst nicht immer mehr die Katze. Warte du, dies. Davon ist Plastik. Ne, Plastik könnte nicht drin sein. Aber nee, ich nehme Papier. In den nächsten Wochen werden sie mit weiteren Freunden Papierberge und Plastikmüll nach Wertsachen durchsuchen. Kletterpflanzen am Haus kappen, Bäume fällen, Chemikalien und Batterien zur Sonderdeponie fahren. 2,5 Monate später. Frieda war 4 Wochen in Berlin, hat sich eine Auszeit gegönnt. Im Hinterhof sieht es aus wie im Krieg, sagt Margret Tremmel, die Nachbarin. Ja, ja, das. Dem Herr Stübler kann ich sagen, dass er spielt. Die Nachbarin war entsetzt, weil da so Mäuse rumlaufen. Wir tun das Holz, was da hinten ist, dann hier im vorderen Bereich stehen, da sieht es nicht mehr so. Ich meine, es ist natürlich schon wichtig, dass Margret nicht missgestimmt ist und so, aber es ist momentan so. Da haben halt sich die Mäuse breit gemacht. Das ist jetzt praktisch nur noch die Hülle und haben die Mäuse haben das leer gefressen. So, ne? Und haben da jetzt so die letzten Monate oder so oder Jahre haben sie da drin gewohnt. Dreieinhalb Monate nach dem Tod von Karl finden sich immer noch Lebensmittel im Hof und im Haus. Ja, ich würde jetzt eben noch mal gucken, so die sensiblen Bereiche, die Schreibtische, ob da noch was Relevantes drin ist oder auch Wertgegenstände. Da ist es I Ching. Also er hat da immer so Einlagen drin, wo er sich so Notizen gemacht hat, aber auch irgendwie scheinbar Fragen, die er sich gestellt hat.
Also das ist so ein bisschen, was er da so sieht, also was bei uns in der Familie passiert ist. Also da ist IG 56 der Wanderer und da ist, steht oben dieser Zettel drin, Frage, 28. August 2014, Aktien verkaufen oder nicht. Also er hat 2400 Aktien gehabt von der BASF und dann hat er nochmal 2000 gekauft. Dann hat er also insgesamt 4400 Aktien gehabt und da hat er irgendwie scheinbar Angst gehabt, dass es irgendwie einen Börsencrash gibt. Und da ging es ihm dann darum, das loszuwerden. Das ist ein ziemlich großer Betrag und wir wissen nicht, wo das Geld hingekommen ist. Also so ein paar Ideen sind halt, dass es hier irgendwie gebunkert worden ist im Haus. Frieda sucht alles ab, findet jedoch weder Geld noch Aktienpapiere. Entdeckt aber 100.000 andere Dinge, die ihn an etwas erinnern, ihn irritieren. Das ist belastend. Ich dringe da tief ein, aber was mir schwerfällt, ist so, mich wieder rauszubegeben. Ich lese dann Briefe und sehe dann das oder jenes und es erinnert mich an die Kindheit. Und es besteht halt die Gefahr, einfach zu bleiben und weiterzusuchen. Und das ist das Bedrohliche. Ah, was ist das denn? Auch über sein Leben findet Frieda einen Aktenordner mit Dokumenten, Briefen, Notizen, archiviert von seinem Vater. Da habe ich in Mannheim im Kaufhof so eine Single geklaut, Catch the Wind von Donovan. Und das ist die Ladung hier, Strafsache gegen ihren Sohn Frieda Weber, vom 6.6.1966. Also da bin ich 15 geworden in dem Jahr. Da haben sie mich erwischt beim Klauen. Da hat er was ausgeschnitten, wo enden Ansprüche gegenüber den Eltern. Also es war dann halt da angestanden, dass ich dann mich selbst um meine mittlere Reife und Abitur gekümmert habe und das über einen Rechtsanwalt habe laufen lassen. Und er hat sich dann so kundig gemacht, also ob er das muss und so. Telefonanruf von Frieda wegen Geldüberweisung. Im Laufe des Gesprächs zu mir 4-mal blöder Hund gesagt, zu seinem alten Vater. Der Vater hat dafür gesorgt, dass Frieda bei ihm in der BASF eine Lehre zum Chemielaboranten absolvieren kann. Doch Frieda will mehr. Immer wieder gibt es Streit. Frieda ist kaum noch zu Hause. Ich hatte mich mit meiner Freundin getroffen und bin ein bisschen später wie 22 Uhr zurückgekommen. Und dann hat er gesagt, also was ich mir da immer rausnehmen würde, das wäre doch unmöglich. Und haut mir plötzlich eine runter. So. Und das hat dann so gebrannt und so. Und dann habe ich einfach so eine Wut in mir hochgekochtet, habe ich so ausgeholt und habe einen runtergehauen. Und dann ist er hier hinten in so Blumentöpfe reingefallen. Und er hat es dann irgendwie scheinbar verstanden, also so diese Dinge. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu meinem Bruder. Mein Bruder hat sowas nicht gemacht, er hat es mir immer verbal angedroht. Und ich habe es halt dann gemacht so, und bin dann irgendwie immer mehr Flücke geworden so dadurch. Ja. Heiligabend 1970 verlässt Frieda das Elternhaus. Er ist 19 Jahre alt, wohnt in Mannheim in einer WG, macht sein Abitur nach. 12 Jahre später zieht er nach Berlin, studiert Kommunikationswissenschaft, führt sein eigenes Leben. Zu seinen Eltern und dem Bruder hat er kaum noch Kontakt. Mohammed, ein Bekannter von Frieda, der aus Bosnien zu Besuch ist, will helfen. I don't know what I think about that. This is, for me, is the craziest. Totally. I don't know. Have you ever seen something like that? No, never. What next? Next, next. Maybe this TV set and this TV set. Old TV go out. Old TV go out. Out. Karl, der gelernte und begeisterte Elektromechaniker, hat ungezählte Radios, Fernseher, Tonbandgeräte angehäuft. Den können wir vielleicht noch benutzen hier. Das ist sogar mit CD-Player. Da muss ich aufpassen, dass er den jetzt nicht wegwirft.
ist ja auch super gemacht. Vielleicht sollte ich das auch mal da lassen. Mohammed ist ja ziemlich flott. Ich merke gerade, dass es mich auch ziemlich so pusht, so, dass ich nicht allein bin und es nicht alleine raustun muss. I put it later out. Oh. It's from my mother. Ugh. Maybe here she has some euro. Huh? Maybe some money inside. It's empty. Be careful, be careful, yeah? I'm open it. One time, I'm open it. Da krabbelt so Zeug rum. Boxes. I meet so many people here in Germany who have too much stuff. Too much stuff. For what she need that, I don't know. And too much food in the fridge. Heute wird Metall- und Elektroschrott abgeholt. Herr Müller wird mit seinem Entsorgungsbetrieb in den nächsten Monaten weitere 6 Fuhren Metall und 8 Fuhren Mischmüll mit seinem Lastwagen abtransportieren. Frau Tremmel ist beruhigt. Es tut sich was im Nachbarhaus. Der Hof, auf den sie tagtäglich blicken muss, leert sich langsam. Ich werde halt jetzt einfach bis Mitte November weitermachen. So. Mohammed ist bis Ende November da. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und also Mohammed meint ja, dass wir bis Ende November das Haus leer haben. Das finde ich ein bisschen arg blauäugig. Also. Frieda wird Mitte November wieder nach Hause, nach Berlin fahren. 4 Wochen Elternhaus. Das reicht. In den 80er Jahren kam er sehr selten nach Ludwigshafen. 1992 aber wollte er gemeinsam mit seiner Familie den erfolgreichen Abschluss seines Studiums feiern. Siehst du? Ja. Jetzt mache ich Aufnahme von mir. Ah, ja. Karl hält das Ereignis mit seiner Video-8-Kamera fest. Die Mutter und der Hund in der Küche. Der Vater in der Werkstatt. Im Elternhaus ist alles wie immer. Frieda zeigt, womit er sich beschäftigt. Monograd. Jawohl. Wo ich doch hoffe, dass du da reinguckst und drin liest und ein bisschen nachfühlst. Aha. Da, dass du mir da auch was reinschreibst. Das machen wir, ja. Aber ja, doch. Mit dir zusammen im Wohnzimmer sitzen. Das ist eine schöne Sache. Ja? Frieda aber glaubt, dass niemand aus der Familie sich für das, was er macht, interessiert. So sei es ihm oft ergangen. Und dann habe ich einfach mitgekriegt, ich habe was erlebt, wollte davon berichten und die wollen es aber gar nicht hören. Und das hat mich irgendwie verletzt, dass alles andere wichtiger war wie ich. Aber auch bescheiden, diese Adler. 1993, wie mein Vater gestorben ist, da habe ich die Idee gehabt, dass es anders werden könnte. Und dann war ich mal hier gewesen, hab hier auf dem Sessel gesessen und da lief der Fernseher. Und Mutter hat immer gefragt, warum kommst du denn überhaupt noch und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt irgendwie ein bisschen mit dir Zeit verbringen. Und dann mitten in der Sendung sagt sie zu mir, ich will jetzt, dass du gehst. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt einfach, dass du gehst. Also ich habe da so gestanden und konnte es nicht fassen so, und habe gedacht, wir werden uns nicht mehr so oft begegnen und es könnte sein, dass wir uns nie mehr wieder begegnen. Und dann habe ich gedacht, was verbindet mich mit der Frau noch? Eigentlich nichts mehr. So. Also die ist jetzt praktisch schon, ist schon gegangen und ich gehe jetzt auch. Also so. In Berlin arbeitet Frieda als Fotograf,
Darsteller und Autor. Träumt davon, eigene Filme zu drehen. Er gibt sich einen neuen Namen, nennt sich Marcel Schock. Berufliche Erfolge aber bleiben aus. Er fährt Taxi. Lebt vom Erbe seines Vaters. In Ludwigshafen rücken Karl und die Mutter enger zusammen. So, jetzt passiert Familie Weber beim Mittagessen. Mutter, komm mal rüber. Ach, bringst du mir was mit? Guck mal her kurz, komm, lache mal ein bisschen. Mutter, schaust mal her. Wir tun dich mal ablichten für die Ewigkeit. Und im Fall noch Englischer nachkommt, können wir sagen, so hat die Oma ausgesehen. Ja, die Englische. Nach einem Krankenhausaufenthalt wird die Mutter wegen drohender Verwahrlosung zwangsweise in einem Pflegeheim untergebracht. Dort stirbt sie 2004. Frieda, als deine Mutter gestorben ist, ja. Wie hast du erfahren, dass Karl als Alleinerbe eingesetzt wurde? Ich glaube, das hat er mir am Telefon gesagt. Dass ich nur das Pflichtteil kriege, weil ich mich nicht um sie gekümmert habe. Und das stimmt ja halt auch. Hast du da Wut empfunden? Ja, ich war dann so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe gedacht, so ist es halt geworden. Schon 16 Jahre vor ihrem Tod hatte die Mutter das in ihrem Testament so festgelegt. Diese Pflanzen heißen Stacheldraht. Die würden sich natürlich total aufregen. Aber ich meine, das ist ja jetzt mein Leben. Kurz nach der Beerdigung telefonieren die Brüder. Frieda bietet Karl an, zu ihm nach Berlin zu kommen, damit er nicht alleine ist im Elternhaus. Es kommt zu einem heftigen Streit. Daraufhin schreibt Karl Frieda einen Brief. Ich fühle mich nicht einsam. Ich brauche nur etwas Zeit, um mich nach Vaters 60-jähriger Tyrannei und der grausamen Pflegesituation mit Mutti wieder aufzubauen. Ich brauche dazu nicht deine Hilfe. Man kann eine Hilfe nur annehmen, wenn man in jemand Vertrauen haben kann. Und dieses Vertrauen, Frieda, habe ich in deine Person leider nicht mehr. Dieser Wutausbruch am Telefon hat mir endgültig den Rest gegeben. In diesem Sinne, dein Bruder Karl. Das war dann natürlich schon eine Abweisung und die muss ich verarbeiten. Aber dann habe ich gedacht, na gut, dann halt nicht so. Also dann bleib halt in deiner Bude hocken und mach halt irgendwie, was du willst oder so. Weißt du, ich habe gedacht, wenn du nicht willst, ich brauche das sowieso nicht. Also das wäre so ein Angebot an dich, aber wenn du das gar nicht brauchst, ich brauche es auch nicht. Also. März 2017. 4,5 Monate sind vergangen. Zweimal war der Sperrmüll da. Mehrfach wurde Papier- und Plastikmüll abgeholt. Ein paar Bücher, Radios und Ölgemälde sind verkauft. Hemden, Anzüge und Wäsche in einem Altkleidercontainer entsorgt. Frieda ist mittlerweile Rentner. Der Hinterhof ist leer. Es sieht so nur ein bisschen nach Verdun aus hier. Also, aber naja. Es war ja auch eine ziemliche Schlacht, die hier stattgefunden hat. Hast du deinen Rentenbescheid bekommen? Ja. Es ist irgendwie gar nicht so wenig, aber auch nicht viel. Also. Aber es ist mehr, wie ich gedacht habe. Also, was kriegst du denn? 181 lebenslang. Also das hat was. Bisher waren diese Summen immer so begrenzt. So, und jetzt ist nur noch mein Leben begrenzt. Müssen wir halt mal gucken, dass es Spaß macht und weitergeht. Das heißt, das Haus ist seine Rente. Er muss es zu einem guten Preis verkaufen und das möglichst bald. Es waren schon viele potenzielle Käufer da, vor allem aus der Nachbarschaft. Doch bislang sind die Angebote viel zu niedrig, findet Frieda. Und das Haus ist längst noch nicht leer. Die Frage, was kann weg und was kann man noch gebrauchen, ist immer schwerer zu beantworten. Das wollte ich auf jeden Fall nach Berlin mitnehmen. Das finde ich ganz toll. Das ist so ein kleiner, ganz mobiler, kleiner Tisch. So. Das finde ich total gut. Und der Schrank und dieses Dingens,
Da würde ich auch irgendwie vielleicht gucken, ob ich es nicht nach Berlin mitnehmen kann. Und das ist der Kirschholzschrank mit der Vitrine. Den möchte ich eigentlich auch mit nach Berlin nehmen. Und den da auch. Die Küche hier, da bin ich mir völlig unsicher. Also irgendwie, also das irgendwie auseinanderzunehmen und auf den Sperrmüll zu bringen, das kriege ich nicht hin. Also ich versuche, ob das nicht übernommen werden kann. Das war sehr teuer. Ich weiß nicht, das hat vielleicht irgendwie 10.000 D-Mark gekostet. Aber da waren ganz viele Mäuse drin und Ratten und das ist total dreckig. Ja, das muss man denen ja nicht sagen, dass da Mäuse drin waren. Die Spiegelkommode von meinen Eltern, die wollte ich irgendwie so weit wie es geht irgendwie auch nach Berlin bringen, wegen dem schönen großen Spiegel. Und das gefällt mir ganz schön, das ist wie so ein Objekt. Was willst du in Berlin mit all den Dingen machen? Na, das habe ich mir noch nicht überlegt. Vielleicht kann ich es bei Uschi unterkriegen. Die hat ein ziemlich großes Haus und da ist ein großer Keller. Wenn man das so ein bisschen übereinander stapelt, könnte man das einlagern. Und ist sie einverstanden damit? Bisher ist sie einverstanden. Bei Uschi zu Hause. Ein Garten, vier Katzen, eine große Wohnung. Die beiden sind seit 10 Jahren ein Paar, wohnen aber nicht zusammen. Frieda kommt an den Wochenenden zu Besuch. Ja, du kannst ja auch mal überlegen, was du dann effektiv da noch mal wirklich mitbringen möchtest und was dir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Ja, das ist ganz gut. Diese Kommode da mit dem großen Spiegel, das fände ich schon interessant, so einen alten Spiegel, weißt du, so. So eine Spiegelkommode habe ich auch aus meinem Elternhaus mitgebracht, die steht im Keller unten, so. Mit so einem Klappspiegel. Ist nie zum Einsatz gekommen. Nein, aber ich würde einfach nicht so viel mehr davon mitnehmen. Das tut dir nicht gut und geh voran. Ja, das stimmt. Ja. Hol da die Anerkennung im Jetzt auf. Nein, du musst da nicht mehr im Alten graben. Das ist, glaube ich, jetzt überflüssig. Hey, mein Schwarzer. Balu. Frieda hat im Haus seiner Freundin Leinwand und Beamer installiert. Die alten Video-8-Bänder seines Bruders sind nun auf DVD überspielt. 7 Stunden Material. Endlich können sie sehen, was Karl alles aufgenommen hat. Mein Vater, so diese Auflösung, dünner werden, immer mehr das Skelett werden, finde ich schon erschütternd. Ich kenne ihn ja nur so als Diktator, der immer rumgeschrien hat, alles dominiert hat. Und da ist er dann wie so ein Kaktus oder so. Die sind zu zweit irgendwo hingefahren, aber nur die zwei. Und ihm war das auch recht, weil Mutti ganz alleine für sich haben wollte. Ne? Schock ein bisschen hoch, der Mantel. Haben wir gefahren. So, jawohl, dass wir die Strömung sehen. Also irgendwie so diese Mutter-Kind-Beziehung, dass die so das Zentrum des Lebens wird, das ist schon erschütternd. Was sagst du dazu, Mutter? Stimmt. Ich weiß nicht, für wen das mitleben darf, für dich oder für mich. Oh, die Familie. Mache ich noch mal einen Kaffee. Also man kann sagen, das ist ganz schön geworden für die beide, weil wie ich damals auf die Welt kam, ich habe ja gestört. Weil er war das Zentrum der Familie, Papa, Mama, Charlie. Er war oft eifersüchtig auf mich, weil ich irgendwie Aufmerksamkeit abgezogen habe, wie ich ein Baby war.
Und was wir jetzt gesehen haben, das war halt einfach wieder toll, weil er war dann wieder im Mittelpunkt. Also das, was ich ihm weggenommen habe, hat er jetzt wieder gekriegt. Und von daher ist es eigentlich ziemlich stimmig, dass ich weggegangen bin und dass er nicht wollte, dass ich zurückkam, weil dann war die alte Konstellation wieder hat sich einstellen können. Es war okay, also. Und das war ganz schön und irgendwie so, es tut halt ein bisschen weh, so halt. Oh Gott. Und das ist auch irgendwie das Schlimmste dabei, dass man da nichts machen kann. Also, und dass ich da nicht mehr dazu gehört habe, das ist okay, aber dass man da so zuguckt. Wie das so zu Ende geht. Das finde ich unschrecklich. Und das ist halt auch irgendwie so, was man dann drüber begreift, dass man halt selbst zu Ende geht und dass man da nichts machen kann. Dass es halt eben so ist. Also das so akzeptieren, so, das finde ich so das Schwierigste. Juli 2017. Ein Jahr ist seit dem Tod des Bruders vergangen. Insgesamt 4 Monate hat Frieda im Haus seiner Familie gearbeitet. Sortiert, geräumt, entrümpelt. Und sich mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt. Das Haus von Müll und Grün befreit. Doch die Natur setzt sich wieder durch. Ja, das war ja alles weg, das Grüne, ne? Das ist jetzt wieder so gewachsen. Dass das so rauskommt wieder. Mohammed aus Bosnien ist auch wieder in Ludwigshafen, packt mit an. Den Sekretär seines Vaters will Frieda am liebsten noch verkaufen. Doch nun wird es eng. Morgen soll zum letzten Mal der Sperrmüll kommen. I must convince Frieda, always, again, 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 the time is come that must go out. Because of Frieda is saying, oh, this nice piece of Mabel, I'm playing here inside with that stuff or with that stuff. And always, again, doing that. Because of that is him, in him head, that movie. And always bring him back and bring him back and bring him back. And push him to save that. And hold that, I want that, I want that, I want, but she don't have the reason to give it that. All die Dinge, die Frieda nicht wegwerfen mag, hat er im Anbau deponiert. Manches soll nach Berlin, anderes hofft er verkaufen zu können. Da stehen ja noch hunderte von Radio, Fernseher und Kiste voll, Porzellanzeugs, alles so. Und jetzt hat er einen Teil dort von wieder da hinein. Weil, wenn da jetzt ein Makler kommt, die wollen ja sehen, was da, ne? Die wollen ja nicht den Krusch sehen, der da rumliegt, ne? Das ist es doch, aber. Wenn die Stimmung zwischen den Nachbarn mal nicht so gut ist, hilft der Bekannte aus Bosnien. Ja, ich hab halt Mur mit. Sie fährt halt total auf Mur mit ab und das ist mein großes Glück, so. Und wenn irgendwie, wenn es dicke Luft ist, sag ich immer, Mohammed, sag mal was. We speak to her. Und dann brabbelt er irgendwas, so ein paar Brocken, und dann ist alles sehr gut. Heute muss wirklich alles raus. Denn einen weiteren Sperrmüll soll es nicht geben. Und ab morgen steht das Haus zum Verkauf. Frau Tremmel ist froh, dass das Chaos bald ein Ende haben wird. Möbel aus dem Keller, dem Elternschlafzimmer und der Küche. Dank Mohammed säuberlich zerteilt. Frau Tremmel hilft, wo sie kann. Stellt ihre Hauswand zur Verfügung. Will sicher gehen, dass alles klappt.
here. Frieda? Hat sie statt nicht mehr da sein sollte, wenn die das geholt haben, ja, musst du kehren. Halt auf jeden Fall, Fall, das ne? mache ich sowieso. Ja, weil dann, ich würde kehren wie eine Eins, dass ja kein Nagel und keine Schraube. Ja, weg geht der Nickel hauptsächlich. Ich habe da drin, glaube ich, über 5 Nägel zusammengekehrt, aber es ist weg jetzt. Es ist nichts mehr da. Wie geht es dir? Erleichtert bin ich jetzt so, dass es wirklich leer geworden ist und dass ich das wahrscheinlich jetzt eigentlich so 95% geschafft habe, um was es ging. Du machst aber keinen fröhlichen Eindruck. Ja, so ein bisschen heiß und erschöpft und zu wenig geschlafen und so viel nachgedacht. So. Also, es hat sich ausgewirkt. Der nächste große Schritt: der Verkauf des Elternhauses. Wenn das klappt, wird Frieda diese Räume wohl nie mehr betreten. So hier durchgehe, da stelle ich mir halt oft vor, wie sie das irgendwie wahrnehmen würden, meine Mutter und mein Vater, wenn sie das sehen würden. Und da denke ich halt immer so, also dann denke ich so, dass es dass sie das ja dann mitkriegen würden, dass ich hier bin und dass ich versuche, da irgendwie noch was draus zu machen und dass sie gutheißen können oder. Frieda hat es geschafft. Sein Bekannter Boris Stöcklein ist gekommen. Er will das Haus kaufen. Vorher muss er prüfen, ob das Dach durch die Pflanzen Schaden genommen hat. 4 Wochen nach Ende der Dreharbeiten werden die beiden den Kaufvertrag unterschreiben.